Jo, hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur nächsten Folge von The Evil Within DLC The Consequence. Nächster Part, neues Glück. In der letzten Runde sind wir hier gelandet. Mit Kidman. Sind wir natürlich gespannt, wie es weitergeht. Vor allen Dingen bin ich sehr gespannt, wie lange die Geschichte überhaupt noch funktioniert oder überhaupt noch geht. Denn wir sind jetzt hier, irgendwie habe ich das nicht ganz verstanden. Da wurde jetzt angezeigt Kapitel 4, glaube ich. Aber eine Hauptstory ist es doch hier schon irgendwie, keine Ahnung, Kapitel, weiß ich nicht, Kapitel 10 oder so. Wahrscheinlich Kapitel 4 von Ich lasse Kidmans mich hier nicht festhalten. Story. Ich lasse mich hier nicht festhalten. Was Mir doch zum? scheißegal. Vielleicht kann ich mich da durchbrennen. Ah, mit der Lampe oder was? Muss mal kurz schauen, ob wir hier noch irgendwo was finden. Aber es sieht scheiße aus. Probieren wir mal. Ich halte doch schon. Ah, es geht ganz langsam. Brenn, du Bastard, brenn! Obwohl Ruvik ja echt geil aussieht. Also ich muss sagen, das Design von Ruvik, das haben sie echt cool gemacht. Gefällt mir sehr gut. Sieht richtig furchterregend aus. So, kriechen brauchen wir nicht mehr. Hier kommen wir natürlich nicht rüber. Das ist auch wieder sehr logisch. Wir könnten einfach hier rübersteigen. Hier, das ist prädestiniert. Wir könnten hier rauf, hier rüber, dann die Treppe hoch und dann schon wären wir bei Leslie. Aber nee, Kidman kann nicht klettern. Denn sie hat einen Rock an und hat Angst, dass jemand unter ihr niederschaut. Hier ist nix. Gibt's hier irgendwas? Am Brett? Scheiß Brett. So, mal hier rein. Shit. Hui. Riskier das lieber nicht. Warte, ich glaube, ich sehe einen anderen Weg. Wir treffen uns weiter unten. Zum Glück geht's Ihnen gut. Bitte, ihr müsst euch von mir fernhalten. Ja, zu wem hast du das jetzt gesagt? Hast du es jetzt zu dir selber gesagt, oder was? Deine Kollegen sind nicht da, du Bitch. Dumme Schnepfe. Ich höre Ungeheuer. Irgendwas Komisches. Brain. Es liegt hier. Nein, nein, nicht. Oh Mann, ich wollte doch die Tür nicht aufmachen. Eintrag Land und 31. den Misshandlungen durch seine Eltern ist es ein Wunder, dass Ruben überhaupt zurechtkommt. Seine Arbeit ist nicht getrieben von Angst oder Gier oder Geltungssucht. Seine Motive sind reiner. Ich würde sagen, er ist besessen von der Möglichkeit, die Realität zu verändern, um wieder bei ihr sein zu können. Seine Narben wiegen schwer, physisch wie psychisch, aber der Verlust seiner Schwester wiegt schwerer. Seine Gefühle für sie sind fast schon inzestuös, aber solange ihn das antreibt, ist das in Ordnung. Inzest. Stichwort des Jahres. Igittigit. So. Ich habe ein bisschen Angst. Dieses Gekreische gefällt mir überhaupt nicht. Wahrscheinlich. Ist das nicht hier die Stelle, wo diese ganzen Ruby-Kopien rumrennen? Oh oh, oh oh. Habe ich überhaupt noch die Waffe? Nee, ich habe bloß noch die Taschenlampe. Leslie? Leslie, warte auf mich! Du dummer Hurensohn!
Du Rubenverschnitt, du. Shit, shit, shit. Was ist nun? Muss ich jetzt hier durchrennen? Renn, Mädel, renn. Komm, lasst mich hier durch. Ruvik sucht die Kontrolle über ihn zu gewinnen. Vielleicht kann ich ihn aufhalten. Wie denn ohne Waffe, Mädchen? Was ist hier los? Oh, nicht schon wieder solche Viecher hier. Scheiße, Mann. Ich glaube, ich hätte schleichen sollen. Fuck. Nein, ich habe überhaupt nichts, was ich machen kann. Kann ich mich hier drin verstecken? Scheiße, Mann. Ich habe nichts. Eine Waffe wäre geil, aber nee. Also eine Schusswaffe. Wo ist denn das Viech jetzt? Oh nein! Ah, fuck. Alter, das Mädel läuft aber auch nicht, ne? Die Olle ist total unbeweglich, ey. Das ist total die Bewegungslegasthenikerin. Ey, wenn die Olle eine Klatsche kriegt, ne? Fällt die direkt zu Boden, die Tante, ey. Totaler Quatsch. Also gut, es ist auf jeden Fall ein Schleichpart. Wir dürfen hier anscheinend nicht durchrennen. Wir müssen uns hier verstecken. Und ganz langsam vorangehen. Jetzt muss ich bloß die Axt erstmal holen, das Beil. Da ist einer. Und ich weiß nicht, waren das von zwei? Es waren, glaube ich, zwei, ne? Aber ich hätte gesagt, wir versuchen einfach mal den hier. Komm, 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 lauf, Mädel. Dich haben wir schon mal. So, Nummer 1. Und jetzt? Lag hier noch irgendwo irgendwas? Wir brauchen auf jeden Fall nochmal eine Waffe. Hier können wir uns kurz mal, denke ich, in Ruhe umschauen. Hier kann man sich verstecken. Hier kann man sich auch verstecken. Kann man ja auch irgendwas finden? Verstecken? Also hier gibt es, glaube ich, nichts mehr. Gehen wir mal kurz hier hin. Hör auf zu kreischen, Bengel. Wir versuchen dir ja zu helfen, aber du musst uns auch ein bisschen Zeit geben. So schnell sind wir auch nicht. Was ist hier eine Flasche? Ich weiß gar nicht, konnte man mit einer Flasche werfen? Flaschen werfen. Gegner können abgelenkt werden. Also da hinten muss ich höchstwahrscheinlich hin. Jetzt muss man den Typen muss irgendwie ablenken. Aber wie machen wir das jetzt? Vor allem, was müssen wir hier holen? Was sollen wir hier holen? Was gibt es hier? Ich glaube, ich muss zu das Gemälde von Ruvik, muss ich, glaube ich. Er ist mein Gefäß. Ich kontrolliere ihn. Komm! Scheiße! Vollidiot! Und schon haben wir es verkackt. Denn wir haben keine Waffe. Und der Typ verfolgt uns jetzt. Komm, verpiss dich. Aber jetzt könnten wir doch eigentlich entkommen, oder? Der geistert doch jetzt hier rum, dieser Fuzzi. Komm schon, geh weiter. Hat er mich jetzt gesehen? Mensch, Alter, ist es zum Kotzen hier. Was soll ich denn jetzt machen? Ich muss hier vorbeikommen an denen. Ich habe aber auch nichts mehr zum Werfen. Komm, lauf, 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 lauf. Ja, Mann, das hätten wir. Vielleicht haben wir es jetzt.
Und ab zu Ruvik. Was können wir hier jetzt machen? Drücken. Komm, verbrenn ihn! Burn, Ruvik, burn! Sehr gut. Ja, Leslie, hast nochmal Glück gehabt. Es klappt. Vielleicht kann ich Ruvik doch aufhalten. Holy shit. Was haben wir hier? Ein paar Silberbarren. Können wir nicht einpacken, die Dinger. Unsere Taschen sind voll mit der Taschenlampe. So. Hübsches Bild. War bestimmt teuer. Also gut, hier wäre eine neue Tür. Schauen wir mal kurz. Stuff only. Bitch only. Bitch Leslie. Only steht drauf. Leslie, wo bist du? Weiß nicht, hier müssen wir... Können wir irgendwas machen oder müssen wir hier später runter? Also gut, hier müssen wir, glaube ich, runter. Aber jetzt gucken wir erstmal kurz, was in der Tür drin ist. Es ist bestimmt so eine kleine Geheimtür. Denke ich. Vielleicht können wir hier speichern oder finden irgendwas. Vielleicht eine Waffe? Ein Dildo? Irgendwas muss doch hier zu finden sein. Bestimmt nochmal so eine Sprachmemo oder so. Was ja auch nicht schlecht wäre, immerhin. Rucksack. Ah, aber wie ist der Code? Warte mal, hier gibt's doch bestimmt in dem Raum, gibt's doch bestimmt irgendwas, was man hier anschauen muss. Irgendwas, um den Code rauszukriegen. Was sind denn das hier für Bilder? Da kann man, glaube ich, nichts drauf erkennen. Und hier? Och Mensch, so eine Scheiße, ey. Ich würde es gerne mal aufmachen. Da ist bestimmt wieder irgendwas Cooles drin. Eine 7. Ist es eine 7? Oder eine 1? Nee, das soll, glaube ich, eine 7 sein, oder? Eine 7? Hier irgendwas anderes, man weiß aber nicht was. Also eine 7, was heißt denn das Lämpchen hier? Müssen wir nur den einen machen? Scheiße, Mann. Das ist doch eine rote Zahl. Also muss das eine 7 sein. Dann fehlt uns noch blau und gelb irgendwie so, ne? Was ist denn hier drauf zu sehen? Da muss doch auch irgendwas drauf sein. Aber es würde uns auch schon reichen, wenn wir nur noch die eine Zahl rauskriegen. Die andere können wir ja dann schätzen. Wir können uns noch mal kurz in den anderen Räumen umschauen. Also hier ist die 7 drauf. Scheiße, Mann. Einer fehlt uns noch. Ein Zeichen fehlt uns noch. Hier ist doch noch ein Bild, oder? Steht aber nichts drauf. Es ist schon wieder irgendein komisches Rätsel, was man da erkennen muss. Was ist denn hier drauf? Ist das, soll das auch ein Safe sein? Nee. Fuck man, diese Bilder sind total beschissen. Ja, keine Ahnung. Oder warte mal, haben wir hier irgendwas in der Memo irgendwo drinne? Archiv? Ihre erste Woche ist vorbei. Wie ist es gelaufen? Aber da steht auch nichts drin, ne?
keine Nummer. Hm. Ach, scheiß drauf, Leute. Wir gehen weiter. Keine Ahnung, was da drin ist. Ne, hier müssen wir nicht lang. Wir müssen hier lang. Und bestimmt irgendwie an einer anderen Stelle nochmal aufpassen müssen. Eine Glubsche? Haben wir jetzt noch irgendwas? Ne, wir haben nur die Taschenlampe. Nochmal eine Schallplatte. Nichts Besonderes. Glück, 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 Glück. Hallo, Püppchen. Oh, eine Couch. Da gehen wir doch direkt mal hin. Da hauen wir uns doch direkt mal auf die Couch. Na, Mieze? Komm zu Mama. Also, was liegt hier denn schon wieder? Memo. Ich bin gestern zum Victoriano-Anwesen gefahren. Es sind nur noch Reste von dem übrig, was früher mal ein Haus voller Verheißung war. Mobius hat sich zwar fast alles von Wirt geholt, als wir die Forschung übernommen haben, aber laut Rubens Aufzeichnungen hat er an noch etwas gearbeitet. Es gab Pläne für einen weiteren Stamp-Prototyp. Daten zur Übertragung der Hirnfunktion per Funk an nichtsahnende Nutzer. Das grenzt zwar an Parapsychologie, aber die Pläne und Forschungsdaten erscheinen durchaus schlüssig. Was hatte er mit diesem Ding vor? Es gibt einen Weg, das herauszufinden. Aber ich muss diese Experimente im Geheimen durchführen, abseits ihrer neugierigen Blicke. Sie dürfen es nicht erfahren, sonst nehmen sie mir das auch noch weg. Keine Sorge, Kumpel. Bleibt alles unter uns. So, wir hauen uns kurz aufs Ohr. Schlucken die rote oder die blaue Pille? So, Kapitel 4. Spielstand überschreiben, natürlich. Das dauert jetzt wieder 3 Stunden, ihr wisst ja. Knappe 2 Stunden spielen wir schon, Leute. Knappe 2 Stunden. Ich weiß gar nicht, wie lange geht denn der Quatsch hier? So lange kann es doch nicht sein, oder? 2 Stunden für gutes Ding hat 10 Euro gekostet. Ja, ich weiß nicht. Wie war denn das beim ersten DLC? Wie lange hat denn der gedauert? Wahrscheinlich auch so in dem Dreh, oder? Hier ist, glaube ich, nichts. Wo geht's hier hin? This is a food production area. Das kleine Ding hier. Okay, hier möchte ich aber nichts von essen. Komm schon, geh auf. Oh oh. Scheiße, Mann, wo sind wir hier schon mehr gelandet? Das sind doch wieder die Viecher, die hier explodieren, oder? Können wir wahrscheinlich nur wieder mit ablenken. Ja, Leute, ich habe keine Ahnung, wie wir die Dinger zum Explodieren bringen. Vielleicht können wir uns ja auch vorbeischleichen irgendwie. Oder müssen wir die bewerfen? Ich werf mal hier einen hin. Wie viel Leben habe ich jetzt noch? Kann ich das irgendwie sehen? Also gut, so könnte man es machen. Vielleicht kann ich mich hier auch ein bisschen vorbeischleichen. Allerdings wäre das schon cool, wenn das Ding ja auch noch tot wäre. Geh drauf! Ey, nice. Was für ein Drecksviech. Oh, das ist laut, das ist laut. Shit, da hinten ist noch was. Fuck. Komm schon, Mann. Na, verpiss dich. Explodier doch, Mann. Also man braucht genug Platz, denn man muss vor die wegrennen. Das ist zeitbegrenzt, wann die Drecksviecher explodieren, so wie es ausschaut. Nach einer gewissen Zeit leben die ab.
Was haben wir hier? Hier wollen wir aber noch nicht rein, denn wir wollen nämlich erstmal gucken, was sonst noch hier so Schönes zu sehen gibt. Ich zumindest würde es gern wissen. Ihr bestimmt auch, denn wir wollen ja hier alles erkunden. Da ist ein schöner Schacht, der uns nichts bringt, wahrscheinlich. Da sind noch zwei von denen. Ich weiß nicht, gehen wir rein? Gehen wir rein, oder? Gucken wir uns mal an hier, was diese Mistviecher zu sagen haben. Wahrscheinlich nichts Gutes. Die Frage ist, können die hier durchkrabbeln? Ich will jetzt natürlich nicht draufgehen. Aber irgendwas Cooles gibt es hier, glaube ich, noch. Oder kann ich mich hier durchschleichen vielleicht? Ich kann die Lampe nicht ausmachen. Was soll es hier noch geben, frage ich mich. Da hinten liegt irgendwas. Irgendwas glänzt da. Da ist eine Flasche. Aber was mache ich jetzt mit der Flasche? Einfach da hinwerfen vielleicht und dann da durchkrabbeln? Ich werf die mal dahin. Explodieren die jetzt? Scheiße, Mann, natürlich nicht. Ah, fuck. Ich werde es wahrscheinlich anwerfen müssen, die Viecher. Ah, die Olle rennt hier auch nicht, ne? Komm, renn, Baby, renn, Mann. Warum rennt die Tante nicht, verdammt? Sind jetzt beide tot? Oh, das andere Viech ist noch da. Aber ich habe hier gesehen, hier liegt noch eine Flasche irgendwo. Irgendwo hier war noch irgendwas. Irgendwas konnte ich hier gerade aufnehmen. Aber gut, machen wir das mit dem auch noch. Renn, Babymann, renn! Warum schleicht die Tante da immer so? Yes, das haben wir. So, dann gucken wir mal, wofür sich das Ganze jetzt hier gelohnt hat. Ob sich das überhaupt gelohnt hat. Was gibt's hier? Hotel-Schlüsselkarte. Eine Schlüsselkarte für das Prestige-Hotel. Sie sollte alle mit einem Kartenlesegerät verschlossenen Türen öffnen. Hm, okay. Also die haben wir auf jeden Fall gebraucht. Ich habe gedacht, wir kommen durch diese verschlüsselte Tür auch so durch. Aber es schaut so aus, als wenn dies nicht der Fall ist. Wir brauchen diese Schlüsselkarte, um jetzt hier aufschließen zu können. So, und da sind wir auch schon. Mal kurz durchgezogen, das Ding.